Matzda-voll gespritzt. Ich spritze meine Klamotten nur immer mit Matzda voll. Wir jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Endlich 10 Abonnenten. Das war so schnell, das konnte ich gar nicht lesen. Oh! Wasche Wäschen. Schon früh am... Wasche Wäschen, ja, das sag ich ab jetzt auch immer. Morgen und Papa putzt sich auf. Wenn sie alle dabei zugucken, ist doch in Ordnung. Oh, 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 tot. Tja. Aber zuerst muss ich noch arbeiten gehen. Armer Papa. Der will sich aufhängen, ja. Muss auch vorher noch mal arbeiten gehen. Warum, wenn du dir das Leben nimmst, Alter? Wenn du dir das Leben nimmst, ist dein Leben eh beendet, weil du tot bist. Er muss jeden Tag zur Arbeit. Oh, armer Papa. Los, komm, wir spielen. Wieso müssen die eigentlich nicht in den Kindergarten oder in der Schule und die kann auch arbeiten gehen? Ich verstehe es nicht. Und Mama Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. So ist also der Erdbeben entstanden. Das erklärt einiges. Oje. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespritzt. Wir waschen es ratzfatzpatz. Ratzfatzpatz wasche ich auch immer alles weg. Wenn ich so lange bräuchte, um Matsch auszusprechen, würde ich nicht mehr Matsch sagen. Matsch voll gespritzt. Ja, ich spritze meine Klamotten nur immer mit Matsch da voll. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Oh, mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Süß ist sie, oder? Was sagt ihr? Das ist schon eine Süße, ne? Ja? Ja, von mir aus. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein. Und dann schalten wir die Maschine an. Oh. Oh, Schwapp, schwapp, schwapp. Schwabbel, dabbel, glibbel, glabbel, schwibbel, schwapp, glab. Was? Super. Oh nein. Die Waschmaschine. Ach, ich verstehe, das war gar kein Erdbeben bei Unge, das war seine Waschmaschine. Oh Junge, das hättest du doch merken müssen. Er schüttelt die ganze Küche durch. Oh Pepper, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh, brenn in der Hölle, Pepper. Guck, Mama. Mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Aha. Oh, oh. Oh je. Die hat es gut. Scheiße, Peppers rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Ist doch eh egal, der will sich doch eh aufhängen. Ein Stück, bin da. Heilige Scheiße, so ein verwichster Tag. Hallo, Papa. Oh, ja, der gute Mann. Ist eigentlich jeder, wenn du arbeiten musst. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Dann ist alles irgendwie schief gegangen. Ich ahne. Er hat einen Strick in der Hand, Alter. Ich glaube, der will Pepper aufhängen. Oh, oh. Da kommen die Freunde. So scheiße, irgendjemand ist tot. Und wenn er tot ist, lebt er nicht mehr. Von Papa Wutz. Was ist denn hier los? Marianne ist Papas Freund. Interessante Sache. Oh, er hat auch sich auf Young. Super. Oh. Mit Flente. Nicht schlimm, ihr habt doch dabei zugeguckt, ihr habt's doch erlebt. Ja, da wird auch noch oftmals so. Was soll's? Das war ganz geil, das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.